Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind bei Alice19 und heute wieder zu einer kleinen Mod-Vorstellung. Es sind wieder ein paar schicke Mods gekommen, die wir uns gleich mal angucken werden. So, aber vorab, wir haben ein Update bekommen. Und zwar, wie ihr seht, der Teich hat Updates bekommen, sonst hätte ich den jetzt hier nicht platziert. Wir schauen uns das Ganze mal an. Und zwar, wir haben jetzt einen kleinen Tank dazu gekriegt, den mittleren hatten wir ja schon. Und ein großen. Das sieht wie folgt aus. Das zeige ich euch mal mit dem Kärcher, indem wir... Das war falsch. Da kommen wir gleich hin. Ja, das wäre der kleine Teich. Das ist der mittlere, den wir schon immer hatten. Und das wäre jetzt der große Teich. Also ich habe es einfach ein bisschen aufgewertet. Von der Kapazität her. Und von den Preisen her, der kleine 250, der mittlere 500 und der große 750. Wundert euch nicht, dass das Schild hier ist, aber hier für die Mod-Vorstellung ist die einzige Karte, wo ich das Schild drauf habe. Ich habe aber, glaube ich, aktuell gar keine platziert. Ja, das ist auf jeden Fall der Teich. So. Und dann hat mir der freundliche Held eine Mail geschickt. Er hat ein paar neue Sachen gekriegt. Ein paar platzierbare Objekte und ein paar Fahrzeuge, ein paar Anbaugeräte. Sollen wir uns noch mal angucken fahren und wir sollen bitte heute auf seiner neuen Fläche fahren. Sie ist zwar nicht fertig, sie sind da noch komplett im Bau drinne, aber er sagt, er hat uns da mal ein bisschen was bereitgestellt. Dann fahren wir uns das mal angucken, ne? So, dann lassen wir mal den Karl-Heinz hier Platz passieren. Und ab geht's. Er hat auf jeden Fall Großes vor, der Händler, wenn man sich diese Fläche anguckt, die sie da am Bearbeiten sind. Oh ja, man sieht es. Man sieht es, sie haben hier wirklich Großes vor beim Händler. Sollen diverse Hallen entstehen und. Dann lassen wir uns mal einfach überraschen. Ich würde mal sagen, wir parken einfach mal hier zwischen ab. So, womit fangen wir am besten an? Wir fangen am besten mit den Düngestreuern an, die wir hier gekriegt haben. Ein und derselbe Düngestreuer, wie ihr seht, das einzige Unterschied sind nur die Reifen. Standard, Breitreifen. Findet ihr natürlich unter Düngestreuer dieses ganze Zeugs von Agromatax. Kostet 9000 Euro, ist ein Schnäppchen für 24 Meter. Aber leider nur 2500 Liter Kapazität. Und wie gesagt, könnt ihr nur auf Breitreifen umkonfigurieren. Ja. Da passen hier mehr rein. Hier passen 3200 Liter für dieselbe rein. Also weiß ich nicht, ob man es haben muss, aber ich meine, so ein kleiner Anhänger zum Hinterherfahren. Ne? Es wäre natürlich ideal, wenn der Ziesmod rauskommt, könnte man das als Streukombi nehmen. Ne? Vorne Schiebeschild dran zum Schieben und hinten das Ding als Streukombi. Würde, ja, würde passen. So, dann haben wir Ballenpressing gekriegt, ein bisschen so optisch auch zusammengestellt. Gut, hier habe ich jetzt den kleinen, wie heißt das Ding eigentlich hier? Armatrack von, ich weiß nicht, glaube ich, türkische Marke ist das, glaube ich, ne? Ich mich täusche, habe ich mal rangehongen. Denn wir haben eine Kuhnpresse gekriegt, die VB2190. Das ist eine Rundballenpresse. Da haben wir das gute Stück von Kuhn. Man kann nichts verändern, 20 km/h, 4000 Liter Ballen. Und man benötigt 68 PS. Ist natürlich, glaube ich, günstiger wie die Standard. Ne, die ist noch ein bisschen günstiger. Gut. Aber dafür ist die teurer. Aber die hat ja auch Kombi. Alles klar. Optisch gesehen, ja, muss man wirklich sagen, sehr schick. Aber ich glaube, die hatten wir. Die gehört eigentlich zum Kuhn-Paket Standard dazu, ne, glaube ich, damals. Ich weiß es. Nee, doch nicht. Ich weiß es nicht genau. Schon wieder so lange her. Aber ich glaube, nee, bei Kuhn-DLC kam nur die Wickelpresse rein und die Quaderbandpresse. So, dann haben wir wirklich eine neue Presse von Marcy Ferguson. Wir hatten zwar auch im 17er welche von Marcy Ferguson, aber das waren ja alte Pressen, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, die hatten wir im 17er nicht dabei. Wenn es doch so war, könnt ihr es ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Die Prog hat 2270 XD, eine Quaderbahnpresse von Marcy Ferguson, und ich finde, die sieht optisch sehr gelungen aus. Schön hier die Ketten dran, die sich auch bewegen. Auch einen schönen Ferguson davor gehongen. Ja, wie wir sehen, die Ketten bewegen sich auch schön mit, so wie es sein soll. Auch von hinten sieht sie sehr schick aus, die Lampen schön alles. Gefällt mir. Das Ganze findet ihr natürlich auch unter Ballentechnik. Da ist sie 125.000 und benötigt 200 PS. Hat sie dann Nachteil gegenüber der von Kuhn? Mal gucken. Die benötigt 140 und kostet 105.000.
Also benötigst du mehr PS und kostet auch ein bisschen mehr, aber wir wissen ja, die Kuhnpresse hat ja bei vielen Problemen, dass die unter der Karte backen tut. Deswegen wäre das vielleicht eine gute Alternative, auch wenn sie ein bisschen mehr kostet. Aber ich finde es ja optisch wirklich sehr schön gelungen. Also gefällt mir. Haben sie gut hingekriegt. Dann haben wir hier eine neue Ballengabel mal wieder gekriegt. Ich hatte gleich mal getestet, ob es eine Autoload-Funktion ist. Wir können ja mal das Hilfefenster noch anmachen, aber wie ihr seht, nichts dergleichen. Man kann nur. Ich dachte erst, man kann die einklappen oder halt. Das sah halt ganz danach aus, aber wie ihr seht, im Hilfefenster zeigt er nichts an. Also, ja, eine stinknormale Standard-Dings, die ihr allerdings für den Radlader, glaube ich, nutzen könnt und den Teleskoplader noch, ne? Frontlader, Radlader, Teleskoplader. Genau. Ne, man muss ja heute mal ein bisschen gucken, jetzt die nächsten Tage, wenn wir Gabeln und so reinkommen, ob die vielleicht Autoload-Funktion haben, da wir ja gestern die Autoload-Anhänge gekriegt haben. Zumindest für Balden. So, da habe ich einen schönen kleinen Steier rangehangen. So, dann gehen wir mal nach hier vorne hin. Denn wir haben diverses Equipment für den Radlader gekriegt. Wie ihr seht, hier oben dran, die große Silagegabel, die kennen wir auch alle aus dem 17er. Können wir das Fenster wieder ausmachen? Das gute Stück vom Fliegel, die gab es da auch schon. Ich finde, die optisch sieht die wirklich hier wirklich mega aus. So. Hat auf jeden Fall was. Das Ganze findet ihr natürlich dann unter Radlader. Da ist sie für 12.200 Euro mit 6.250 Liter Fassungsvermögen. Ist doch schon mal, ja, eine gute Sache. Gefällt mir optisch wirklich sehr gut. Wie gesagt, ihr könnt sie auch zuklappen, dann ist sie ein bisschen schmaler. Wieder aufklappen. Aber ich glaube, das kennen die meisten. So. Dann ist diese Kombi gekommen, die Biobelt-Schaufel. Es ist jetzt nicht die, die ich eigentlich erwartet hatte. Ich dachte, wir kriegen die 10.000 Liter rein, aber nein, haben wir nicht gekriegt. Aber das ist quasi dieselbe, die Leichtgutschaufel vom Biobelt. Eigentlich Biobelts, ne? Das, achso, hier siehst du das S nicht, weil roter Untergrund, auch da sieht man das Set. So, zack. Wegen roten Untergrund. Diese findet ihr, auch die vom Radlader bitte, immer unter Teleskoplader gucken, damit ihr genau Bescheid wisst. Könnt ihr die Farbe, Designfarbe ändern. Und hier findet ihr sie, Radlader und Teleskoplader. Preislich bleibt sie bei 5.000 Liter und sie fest 7.900 Liter. Egal, ob die für Radlader oder für Teleskoplader. Ich finde die bloß beim Teleskoplader ein bisschen, wenn man den ranzieht am Teleskoplader, optisch gesehen ein bisschen übermächtig für den kleinen Teleskoplader, ne? Und das ist jetzt schon der größere. Aber okay. Funktioniert, aber ich könnte mir vorstellen, wenn hier 8.000 Liter drin sind, kippt der Frontlader definitiv bestimmt nach vorne über hier, der Teleskoplader. Aber das muss man irgendwann mal antesten. So, und gestern hat ja der Anfang das Zaunpaket gemacht mit Mauern und heute haben wir wieder diverse Mauern gekriegt. Hier, so eine schöne Ziegelmauer, die optisch auch sehr gut aussieht. Aber die gestern war, glaube ich, ein Stückchen höher. Passt natürlich besser, um Grundstücke einzuzäunen. Also hier, wenn man sich selber was zusammenbastelt fürs Häuschen, natürlich ideal. So eine schöne Klinkermauer. Pfosten dazu zum Ransetzen, wenn Schluss ist. Könnt ihr auch über Eck stellen. Das Ganze findet ihr wieder unter Diverses. Da haben wir das ganze Stück, fängt bei 88 Euro an. Oh, auch Mauer kosten alle 88 Euro, selbst die Ecken. Und der Pfosten auch, kostet alles 88 Euro. Ja, das ist auf jeden Fall die Mauer. Und hier haben wir die Zaunelemente gekriegt. Ein Zaunelement, ein zweites und hier ein etwas größeres. Fragt mich nicht, ich konnte den Pfosten gerade nicht platzieren. Weil er sagt, man dauert, ich habe angeblich nicht genug Geld, aber naja. Gucken, geht's jetzt? Nö, du hast nicht genug Geld. Gut, den Pfosten kann ich nicht platzieren. Aber ich glaube, da braucht man nicht viel zu sagen. Zaunpfahl 50 Euro, die Zaunfelder 2 Meter 100 Euro, 150 für 4 Meter und für 8 Meter 200 Euro. Ja, das ist auf jeden Fall erstmal alles, was so heute an Mods gekommen ist. Jetzt nochmal eine kleine Info, weil viele mir fragen, zum Beispiel letztens bei dem großen Heulager. Es kann sein, dass Giants auch wieder einige Mods rausnimmt. Wir kennen es aus dem 17er. Beste Beispiel, Biobels Haken, Lüft-LKW zum Beispiel, der war wieder raus. Oder auch das Minion-Gewicht, wo auch viele nachgefragt haben, aber wieso ist das nicht mehr, weil diese Sachen wieder rausgenommen wurden. Und so ist es auch zum Beispiel mit dem Heulager. Das ist auch nicht mehr drin, weil viele finden es nicht. Ich weiß nicht, ob es einen Fehler hatte,
ob es falsch war für die Konsole, vielleicht kommt es auch wieder, vielleicht auch nicht. Also, ja, einfach mal abwarten, vielleicht kommt es ja wieder. Mehr kann man dazu gerade momentan nicht sagen. Aber wie gesagt, weil viele fragen immer wieder, oh, ich finde dies nicht, ich finde das nicht. Erstmal ist es, das können wir uns jetzt gleich nochmal ganz kurz angucken. Das können wir hier einfach mal rausgehen. Wichtig ist für euch immer, wenn ihr bei den Mods drinne seid, ihr startet ja mit dem Menü, so wie es hier ist. So, als allererstes geht ihr immer am besten, je nachdem, L1 oder R1, ich nehme immer L1 zweimal, zack, dann bin ich unter Neueste. Dann seht ihr hier schon eine kleine Auswahl an Mods, die ich momentan habe oder die der Modshop anzeigt. Aber dann achtet mal unten drauf, da unten steht immer alle Mods anzeigen. Das ist immer ganz wichtig für alle Leute. Drückt L3, alle Mods anzeigen und hier zeigt er euch alles an, was da ist. Wie ihr seht, hier ist alles aufgelistet. Pferdestall und gleich kommt auch das Heulager, weil ja viele mich fragen wegen des Heulager. Alter, das sind meine. Ne, das sind die neuesten. Alter, jetzt komme ich durcheinander. Meistgeladensten. Installiert. Wir gehen einfach mal bei. Ne, das Bestbewährte. Wir gucken einfach mal, wie wir installiert. Dann sehen wir auch das Gebäude. Bin ich jetzt blind oder wo ist das Lager? So, haben, da ist es. Und wie ihr seht, das Lager hat momentan keine Bilder mehr. Und das war immer so ein Indiz, auch im 17er, wenn keine Bilder, wenn ihr draufklickt, also zum Beispiel die, die es haben, draufklicken und da sind keine Bilder mehr. Am besten nicht mehr deinstallieren, weil es ist rausgenommen. Das ist auf jeden Fall bei dem Dings passiert und ich glaube auch bei den Bäumen hier, ne? Ne, die sind noch drin, weil letztens einige die nicht gefunden haben. Aber die sind noch drin. Aber wie gesagt, ihr geht hier ins Menü. Dort unten habt ihr stehen nur Top-Mods anzeigen, alle Mods anzeigen. Und dann geht ihr am besten immer hinten auf Neueste. Und hier habt ihr alles drin an Mods, aber wirklich alles, was es gibt. Wie ihr seht, hier ist die gesamte Batterie an Mods. Damit das auch nochmal einmal geklärt ist, weil wirklich immer viele drunter schreiben, ich finde dies nicht, ich finde das nicht. Ist immer hilfreich, wenn man das zwischendurch nochmal erwähnt. Einfach bei Mods raufgehen und wie gesagt, wenn ein Mod in der Mod-Vorstellung ist, kann sein, dass der auch wieder raus ist, wenn ihr ihn nicht findet. Es kann auch passieren, wenn ich meine Mod-Vorstellung später mache, dass die Mods auch schon nicht mehr da sind. Das kann alles passieren. Das kennen wir aber auch schon aus dem 17er so. Müssen wir mit leben. Aber wir lassen uns mal überraschen. Ja, das war's von heute erstmal, von den ganzen Mods, die heute gekommen sind. Ich wünsche euch allen erstmal noch einen schönen Tag und ja, danke fürs Zusehen und wenn es euch gefällt, lasst wie immer ein Däumchen da, würde ich mich mega drüber freuen und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.